und herzlich willkommen zurück zu Amnesia Machine for Pigs mit mir, dem Leo. Wir stehen wieder mal vor einer Tür. Ich bin etwas verschnupft. Ich hoffe, das stört euch nicht allzu sehr, aber solange ich nicht in das Mikro rotze, sollte das ja gehen. Was sind wir denn hier? Hallo? Wow. Alter. BTF. Was war das denn? Gegen das steigende Wasser. Er verkroch sich in einem Blockhaus und bemerkte kaum, wie die Wochen vergingen. Der Wellengang brachte sie fast zum Kentern. Aber sein Fieber hielt es über Wasser. Im Dunkeln sein Lied glühend. Okay. Das heißt, die gesamte Treppe ist zusammengebrochen und ja, wir kommen nicht mehr zurück. Ein Zettel. 3. Juni 1899. Ich verstehe jetzt, dass meine Angst vor Schmutz an der Krankheit liegt, die ich mir beim Besteigen dieser Dschungeltempel zugezogen habe. Es ist ganz so, als hätten sich diese reinen Orte, die ganz frei vom Schmutz der Menschheit sind, meine Seele geprägt und sie anfällig dafür gemacht, was ich hier finde. Wir bleiben vor Angst in unseren Positionen und die Angst des Fleisches, der Ruin des Fleisches ist die größte davon. Ich bin krank, ich bin ruiniert, aber ich werde Maschinen bauen, um diese Plage einzudämmen und uns alle zu heilen. Ein neues Jahrhundert bricht an. Okay. Maschinen zu bauen. Ein Arbeiter oder ein Ingenieur? Vielleicht sogar wir selber? Hm. Man weiß es nicht. Come on, slow coach, it's this way. Ja, ja. Ich mach mal. Oh, Telefon. Hallo? The shaking ground you feel is our attempts to clear the floodwaters. Treachery, Mandus. We were undone. Your children are trapped by this act. You must find them before it is too late. What do you need me to do? How can I find them? Always deeper, Mandus. Through the piston room and into the tunnels. Then find the bilge and flush the rotten water. I will help you where I can. But you must be swift, my little friend. Okay, aber ich bin nicht klein. Ich bin schon ganz groß. Guck mal, ich komme sogar hier ran. Okay. Ja, ja. Schön Werkzeug, wunderschön aufgereiht hier. Hab ich da gerade Schritte gehört? Hm. Oh, was ist das denn? Dose oder sowas. Wie konnte man das immer drehen? Also, da steht ein Code drauf. Hm. Vielleicht nehmen wir die mal mit, die Dose. Weil ich kaum glaube, dass wir die so durch die Tür kommen. Hallo? Ich habe eine Dose. Ich bin unbesiegbar. Lady Clure zu schön. Oh, ein Erdbeben. Wow. Hm. Ja, ja, komm, scheiß Dose hier, ey. Ich weiß nicht mehr, ob wir die brauchen. Können. Fässer machen sich selbstständig, auch cool. Hallo? Wer läuft denn da? Ich habe kein gutes Gefühl hierbei. Aha.
Das sieht interessant aus. Leg die Dose mal hier hin. Hier ist ein Hebel. Okay, press red button, würde ich sagen. Selbstzerstörung. Aha, warte mal. Was ausprobieren? So geht es doch bestimmt nicht. Ja, okay. Und wenn wir jetzt einlegen hier. Jawohl. Dann passt alles. Ich wollte aber Selbstzerstörung. Steht wieder ein Code drauf mit dem Schild dort. Vielleicht war das so eine Batterie oder sowas. Keine Ahnung. Hier ist schon wieder sowas. Hier ist schon wieder, Alter. Alles voll von den Dingern. Vielleicht gehen die irgendwann leer. Darum sind hier so viele. Ah, ein Rad. Drehen, drehen. Okay. Doch in die andere Richtung, oder nicht? Hä? Hey. Okay, Moment, ich drehe das jetzt einfach mal. Eine Weile. Irgendwas klemmt auch, habe ich das Gefühl. Wir sollten das Seil aufwickeln, oder? Falls ist überhaupt das richtige Tor gerade hier. Ich habe ja keine Ahnung. Aha. Okay. Keine Ahnung. Na gut, gehen wir mal zurück. Vielleicht hat sich jetzt irgendwas verändert. Hier läuft noch alles. Hier ist noch eine Tür. Die ist aber versperrt. Ah, jetzt hat sich hier was geöffnet. Oder war das schon vorher offen? Nee, ich glaube nicht. Ach man, ich hoffe ich. Ja, ja. Erdbebengefahr. Ich hoffe ich klinge nicht allzu sehr verschnupft und. Bandaged feet and eyes. Small bones in the orchard. I have carried this world on my back with its legs about me. Damn this wretched soul. I am given birth to nothing but machinery. Okay, Baupläne. Hier geht's aber auch nicht durch. Geht's hier lang? Nee. Ja, was jetzt? Zurückgehen ist ja hier auch nicht die Lösung. Verzeihung, dass ich hier so rein schnaufe. What should I do? I don't know. Kann ich einen Spaten nehmen? Nee. Mich vergraben? Vielleicht nochmal in die andere Richtung drehen? Probieren wir es einfach aus. Auch ein Inventar hatte ich hier ein Inventar, ich weiß es gerade nicht mehr. Ich glaube nicht. Das Drehen ist so kackjes.
Okay, mal gucken, ob sich was verändert hat. Ist hier die Tür offen? Ne, glaube ich nicht. Da ist ein Riegel vor. Ein Balken. Hier ist immer noch offen. Und hier ist immer noch zu. Kann ich auch nicht nehmen. Ach, und hier ist das Seil. Und da ist die Kurbel. Das Seil geht hier lang. Wenn ich... Hier, hä? Aha. Oh. Wow. Okay, jetzt vielleicht nochmal kurbeln. Das Spiel ist so dunkel, ja? Das Spiel ist so verdammt finster. Und nochmal kurbeln. Ja, ja, komm, Alter. Ist das behindert? Statt dass man mal drücken könnte, einfach damit sich das konstant dreht. Und jetzt sind die was Fässer unten, okay. Was soll ich jetzt mit den Fässern tun? Ich meine, wenn die voll sind, ist gut mit. Hier oder irgendwas, aber mich in den Tod saufen hier ist vielleicht die einzige Lösung. Aus diesem Wahnsinn rauszukommen. Ach, ich kann jetzt hier hoch. Okay. Ah, noch so ein Dings. Aber hier ist wahrscheinlich keine Batterie in der Nähe, oder? Oh, die ist voll. Okay. Irgendwas habe ich wieder getan, wenn ich keine Ahnung habe. Jetzt kommt noch hier hoch, du. Hä? Da rollt irgendwas lang hinter der Tür. Auch interessant. Okay, hier ist glaube ich nichts mehr Interessantes. Hat sich die Tür jetzt? Ja, okay. Dann gehen wir mal weiter in diesem komischen Weinkeller. Wow. Ich glaube, wir sind hier im Erdbebengebiet. Keine gute Voraussetzungen. Alright. Schon wieder eine Tür, Mann. Ach, hier geht's noch hoch. Ja, ist ja gut. Wow. Lass mich den. Ach so. Okay, ich drück mal J. Ich habe keine Ahnung, welches wir jetzt schon gelesen haben. Auf jeden Fall spackt die Mucke gerade rum. Ich glaube, es war ein Tagebucheintrag. Ja. Eine merkwürdige Entdeckung. Metallisches Ticken beim Abkühlen und Kontrahieren. Dies muss die merkwürdige Maschine sein, von der mir mein neuer Freund erzählt hat. Wenn meine Kinder diesen Ort entdeckt haben, ist es absolut vorstellbar, dass sie entzückt von ihrer Entdeckung weiter nach unten gestromert sind. Na schön, anscheinend ist mir der Weg schon vorgegeben. Der Abstieg beginnt, okay. Gefangen. Ob das ein Trick war, diese Stimme am Telefon, die mir so nahe erschien,
die mich so gut zu kennen schien. Führte Gaben geheim Schändliches im Schilde? Aber habe ich denn eine Wahl? Auch wenn mir seine Motive verborgen bleiben, so muss ich dennoch meine Jungs finden. Solange sie mich zu Edwin und Enoch führen, oder Enoch, ich habe ja keine Ahnung, wie man diesen Namen ausspricht, würde ich den Maschinen bis zum Mittelpunkt der Erde folgen. Voll der Herr der Ringe. Spruch hier. Verblüffend. Die Tore sind... Achso, das Saboteur. Gute Deutsch. Gute Deutsch ist hier entlang gekommen. Nicht der Saboteur. Verblüffend. Die Tore sind viel zu schwer, als dass ein Mann sie anheben könnte. Stattdessen werden sie mit Hilfe einer um ein Rohr gewickelten Kette hochgezogen. Das Rohr scheint von Motoren rotiert zu werden, die mit diesen elektrischen Schalter verbunden sind. Wenn die Reversierung nicht kommt, kann sich der Motor nicht drehen, was die Tore zu einem unüberwindbaren Hindernis machen. Entschuldigung. Noch mehr elektrische elektrische Sabotage, Alter. Und noch ein manipulierter Sicherungskasten. Dieser Kerl sabotiert ziemlich gründlich, wenn auch etwas monoton. Der Gestank dieser Fässer macht es einem recht unbehaglich. Ich hoffe inständig, dass die Substanzen, die in dieser Fabrik aufbewahrt werden, kein bezeichnendes Merkmal der Überschwemmung sind, die meine Kinder bedroht. Ja, okay. Ich brauche jetzt eine Batterie. Die liegt genau nicht hier. Aber hier ist eine Tür. Ich glaube, ich weiß auch schon, dass hier bestimmt eine Batterie zu finden ist. Und zwar hier unten. Aha, ein Dokument. 19. August 1890. Von Reichenbach schreibt über die Lebenskraft Rot, während diese ignorante Scharlatanin Blavatsky über die Seele dozierte. Schwachköpfe sind sie alle beide, wie man nur auf den Gedanken kommen kann, derartige Perfektion erreichen zu können, ohne vorher durch Erbrochenes und Innereien zu warten, ohne auf einem knöchernen Bau zu stehen. Montezuma war diesbezüglich weiser. Hier aber in unserem stillen Tempel war ich Augenzeuge wie der abgetrennte Kopf eines Mannes, der erst kürzlich von einem durchgegangenen Pferdewagen überfahren worden war, eingetaucht in ein Gefäß voll Brennenburglösung, die Augen öffnete und verzweifelt rief: Oh, meine Beine, guter Mann, wo sind meine Beine? Wo ist mein Körper? Wir überwinden selbst die Grenzen des Todes. Oh, mein toter Liebling, oh Lilly, für dich ist es zu spät, aber das eine verspreche ich dir. Ich werde unsere Kinder vor dem Tod retten. Und falls notwendig, so werde ich sie mit diesem wundervollen Gebräu aus der Finsternis zurückholen. Alright. Das haben die geschrieben wohl. Wieder ein schöner Haufen toter Ratten, meine Güte. Ah, und ich glaube, das ist die Tür, die... Meine Lampe spackt rum. Die Tür, die vorhin verriegelt war. Genau. Alter. Und hier nehmen wir jetzt mal die... nicht die Batterie, sondern hier... Nehmen wir die Batterie. Und dann... Lassen hoffentlich unser... nackter Freund dort in Ruhe. Der uns gerade seinen Hintern entgegengestreckt hat. Und dann, ja. Die Lampe... Lackert wieder, ja, ja. Alles cool. So. Das Tor geht auf da. Wonderful. Da war doch gerade jemand. Diese scheiß Maschine, ey. Ja, wir können doch auch zusammenlaufen. Wir können doch immer mal stehen bleiben und dann klären wir die Sache. Schon wieder Dampf hier. Oh, scheint, wir sind mitten in der Maschine. Sieht mir zumindest so ein bisschen aus. Das ist futsch hier. Futschikato. Hold still, for God's sake, hold still, child. Don't let it get into your eyes. I'm gonna rinse it out now. There. It will be fine. You just need to lie down. Enoch, look to your brother.
How many times have I told you not to play in the cellar? Okay. Enoch. Enoch spricht man den Namen aus. Das weiß ich jetzt auch. Haben wir schon eine neue... Ja, haben wir. Der Weg ist nun klar. Diese chemische Verarbeitungsmaschine scheint nur ein Teil eines viel größeren Komplexes zu sein. Das wird kein echter Weg für mich. Ich werde weiter in dieses merkwürdige Reich vordringen, während ich meinem Fieber und den Rufen meiner Kinder folge, wohin auch immer sie mich führen. Alright. Hier sieht aber auch alles gleich aus, ey. So. Tote Ratte. Ein Tresor. Oh, wieder ein Megafon. Extraordinary. Quite extraordinary. And you brought it all. Good God, man. You have been busy. It is wonderful how tragedy focuses the mind. What else was I to do? Fall into grief, pine and fade in my hopelessness? Why not then simply die in that jungle amongst those dead temples? Okay. Hey. Mann. Kacksteuerung. Huh. Doch kein Tresor, aber... sah ein bisschen so aus. Moment, bevor wir da durchgehen, gucke ich mir nochmal hier um. Hier geht's nicht weiter, okay. Kontrollraum oder sowas. Okay. Off. Hier lässt sich gar nichts bewegen anscheinend. Können wir hier noch was drehen? Hier ist so ein Schalter. Aha. Huch! Okay. Jeff. Okay, einfach mal alles drehen. Hier lässt sich offenbar nicht drehen. Können wir jetzt auf Anschalten? Ja, können wir. Wow. Ich glaube, wir haben soeben die Maschine eingeschaltet. Ja, und jetzt so. Können wir hier auch nochmal drehen? Ah. Okay. Was zur Hölle? Ich jetzt hier wieder raus. Wer bleibt auf on? Hoffe ich einfach mal. Und ich würde sagen, ich mache erstmal die Folge hier zu Ende. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich kann schon nicht mehr reden. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Let's Play Amnesia Machine for Pigs. Bis dahin.